Tag 1 nach der historischen Niederlage der Seleção. In Brasiliens Metropole Rio de Janeiro haben die Fans die 1:7 Demütigung im Halbfinale noch nicht verarbeitet. Der Schock, er sitzt noch immer tief. Ich bin sehr enttäuscht. Nicht nur, dass wir ausgeschieden sind, sondern auch über die Art und Weise. 7 Tore haben wir kassiert, das kann man nicht erklären. Erklären kann man die katastrophale Leistung der Brasilianer nicht. Die Seleção muss jetzt schnellstmöglich ihre Wunden lecken. Bereits Samstag steht das Spiel um Platz 3 an. Ein Sieg ist Pflicht, will sich die Mannschaft von Trainer Felipe Scolari versöhnlich von ihren Fans verabschieden.